auch museale Sammlungen und Präsentationen einem Postnationalismus. Postnationalsozialismus, danke. Und Diskursen der deutschen Erinnerungskultur bezüglich des Nationalsozialismus und des Holocaust. Sie werden auch zumeist in den 80er Jahren in diesem Anfangsstadium der Initiativen nicht von den jüdischen Gemeinden oder deren Vertreterinnen mitgetragen. Damit geht einher, dass zumindest die Initiativen Jüdisches auszustellen fast durchgängig eine nicht-jüdische Angelegenheit sind. Das Adjektiv jüdisch bezieht sich also in der Form nicht auf eine Trägerschaft der Museen, sondern bezieht sich auf die jeweiligen Inhalte in irgendeiner Form. Das ist tatsächlich jetzt ein Punkt, der ganz interessant ist, eben von der Migrationsperspektive her, die ich jetzt stärker vertrete, in den Blick zu nehmen, weil die Situation an der Stelle eigentlich recht ähnlich ist. Auch für die Musealisierung der Migration lässt sich ein, denke ich, klarer Zeitpunkt benennen, eine Tendenz, eine Konjunktur, die sich zeitlich verorten lässt. Und auch wenn wir die Trägerschaft anschauen, bis jetzt sehe ich da eigentlich ähnliche Tendenzen. Wenn ich diese Entwicklung zur Musealisierung der Migration in Deutschland mal mir vor Augen führe, vielleicht im deutschsprachigen Raum, und da bitte ich um Korrektur, falls sich da in Österreich ganz andere Entwicklungen zeigen, dann lässt sich eine klare Entwicklung meines Erachtens in den frühen 2000er Jahren sehen. Das Thema Migration ist natürlich ein viel älteres. Unsere Gesellschaften sind alle seit langem von Migration geprägt, auch nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Anerkennung dessen und auch der Niederschlag, den das dann findet, der Anstieg in Projekten im Kulturbereich und speziell im musealen Bereich, ist tatsächlich ein Phänomen der letzten wenigen Jahre. Für Deutschland würde ich sagen, also es gab in den 90er Jahren verschiedene Projekte, allerdings erst in den frühen 2000ern hat sich wirklich ein merklicher Anstieg hier entwickelt. 2005 ist so eine Art Annus Mirabilis der Migrationsmusealisierung in Deutschland, würde ich sagen. Das Deutsche Historische Museum hatte eine große Ausstellung, Migrationen 1500 bis 2005, also die ganze lange Geschichte der Migrationen seit der frühen Neuzeit. In Köln gab es ein Projekt Migration genannt, was von einem Verein namens DOMIT, Dokumentationszentrum für die Migration nach Deutschland und anderen gemacht wurde. Das war damals recht aufsehenerregend, auch mit 5 Millionen, mit einem ordentlichen Budget versehen von der Förderung durch die Bundeskulturstiftung. Und das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven hat eröffnet, als, wie ich sehen würde, das erste Migrationsmuseum in Deutschland, vielleicht im deutschsprachigen Raum. Eines allerdings, das sich damals noch ganz stark und ausschließlich auf die Emigration aus Deutschland bezogen hat. Seither haben sich viele Projekte entwickelt, in aller Regel ja, temporäre Sonderausstellungen, die inzwischen auch in die großen Häuser gewandert sind. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden etwa hatte vor 2 Jahren eine Ausstellung, die sich nannte Neues Deutschland. Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatte im letzten Jahr eine Ausstellung Immer bunter. Das sind nur wenige Punkte, die zeigen, hier hat sich vieles entwickelt. Wo vor fast 20 Jahren kaum etwas zu sehen war, ist jetzt das Thema Migration, zumindest im Hinblick auf Sonderausstellungen, eines, das durchaus en vogue ist. Das hat bestimmt verschiedene Gründe. Ich würde denken, dass die Thematik Migration per se eine ist. Also es gibt verschiedene Gründe, ähnlich wie es sie gibt bei den Initiativen zur Musealisierung des Jüdischen. Es sind allerdings ganz andere Gründe, würde ich sagen, weniger geschichtsbezogen oder sozusagen auch geschichtsforschungsbezogen, sondern meines Erachtens im Wesentlichen induziert durch aktuelle Entwicklungen. Thema Migration, Flucht ist eben ein ganz aktuelles. Viele Museen lassen sich zum Glück ihre Themen auch von den aktuellen Entwicklungen mit sich dadurch inspirieren. Es gibt aber auch jenseits der tatsächlichen drängenden Thematik Migration, Flucht auch so etwas wie ein Umdenken in Identitätsprozessen, in Selbstverständnissen, und zwar sowohl auf nationaler Ebene als auch auf lokaler Ebene. Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, wo jahrelang, noch bis in die späten 80er Jahre, das Credo vorherrschte, wir sind kein Einwanderungsland, bekennt sich inzwischen auch im politischen Sektor, ich würde auch sagen in seiner politischen Kultur, seit 10, 15 Jahren klar zu der dazu ein Einwanderungsland zu sein. Auch auf lokaler Ebene, Städte wie Frankfurt, Städte wie Berlin,
begreifen sich als Migrationsmetropolen und diese Form von erneuertem Selbstverständnis schlägt sich eben auch nieder in diesen, wie es manchmal gesagt wird, Identitätsfabriken oder Bühnen für Identitätsdiskurse dem Museum. Es gibt noch einige andere Gründe, zum Beispiel auch Entwicklungen im Museumsfeld selbst, die ich nennen würde. Eine neue Museologie, die sich seit den 80er Jahren stärker auf Alltagsgeschichte, auf die kleinen Leute in Anführungszeichen konzentriert, auf Fragen von Ausschluss und Einschluss, die eben durch in Gesellschaften eine Rolle spielen, aber auch im Museum selbst immer eine Rolle gespielt haben. Das sind alles Themen, die zusammen mit einer verstärkten Forschung in den Akademien, in den Universitäten über Migration dazu führen, dass diese Themen stärker werden und eben auch jetzt in den letzten wenigen Jahren mit einer gewissen Werf das Museumsfeld erreicht haben. In aller Regel, und das ist die zweite Analogie, neben einem sozusagen klaren, einer klaren Verortung auf der zeitlichen Schiene dieser Initiativen, eine zweite Analogie, die meines Erachtens mindestens so wichtig ist, ist zu sehen, dass in aller Regel diese Initiativen nicht migrantischen Ursprungs sind. So wie die jüdischen Museen in ihrer Entstehungszeit in aller Regel nicht jüdische Trägerschaft hatten oder von Macherinnen, nicht von Jüdinnen und Juden gemacht wurden, sind die Ausstellungsprojekte und auch die wenigen Museen, die es inzwischen gibt, nochmal das Auswandererhaus in Bremerhaven zum Beispiel erwähnt oder jetzt auch das Museum Friedland, das man da hineinziehen könnte, für das wir verantwortlich sind, nicht basierend auf migrantischen Initiativen oder geprägt stark von Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte, sondern irgendwie aus der sagen, Mehrheitsgesellschaft heraus gemacht. Und das hat dann jetzt wiederum andere Gründe als bei jüdischen Museen. In diesem Fall ist der Grund dafür nicht die Abwesenheit von jüdischen Gemeinden oder die Zerstörung jüdischen Lebens, die dafür den wesentlichen Grund stellt, sondern meines Erachtens die nach wie vor starke Nicht-Anerkennung oder strukturelle Unterrepräsentation von Migrantinnen und Migranten, Menschen mit eigener oder familiärer, kurz zurückliegender Migrationsgeschichte im kulturellen Sektor, vielleicht auch im öffentlichen Leben generell, was sich gewiss in den nächsten wenigen Jahren ändern wird. Also ein neues Thema für die Museumslandschaft, auch nicht stark bisher verortet in den Sammlungen, bei einem Phänomen, das an sich nicht wirklich neu ist. Und es gibt im Grunde genommen auch keine Vorläuferinstitutionen für das, was wir jetzt in den letzten Jahren hier im Migrationsfeld sehen. Ja, das ist dann wiederum anders bei den jüdischen Museen im deutschsprachigen Raum. Es gibt gewisse Vorläuferinstitutionen einiger jüdischer Museen auch der Gegenwart. Allerdings würde ich betonen, dass der Bruch hier eben die Kontinuität ganz klar überwiegt aufgrund eben des Nationalsozialismus, also zerstörte Sammlungen, die da nicht mehr vorhanden war, Vertreibung und Ermordung dann der früheren Trägerschaft. Dieser Bruch wurde aber zum Zeitpunkt der neuen Initiativen, also 40 Jahre nach dem Nationalsozialismus, noch nicht als so gravierend oft gesehen. Diese Vorläuferinstitutionen werden vor allem ins Leben gerufen Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie wurden initiiert von einem jüdischen Bürgertum bzw. jüdischen Sammlern in städtischen Zentren wie Berlin, Wien, Frankfurt hatten wir eben. Dort entstehen kleine jüdische Museen eben in Trägerschaft oft der jüdischen Gemeinden, die dann durch Ausstellen und Sammeln jüdische Kunst und Geschichte erforschen. Innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne dann eben, also 1933 endet diese Geschichte der jüdischen Museen, die man vielleicht als Blütezeit dann auch sehen kann, eines jüdischen Museumswesens, beschäftigt sich ein rechtlich gleichgestelltes Bürgertum mit ihrem jüdischen Heritage. Also ähnlich wie hier die Ausstellung fragt, sie beschäftigen sich mit den Fragen, wo kommen wir her oder wer sind wir? Ja, das ist aber meines Erachtens tatsächlich ein Unterschied, denn dieses Thema Migration hat in der Museumslandschaft, zumindest im deutschsprachigen Raum, meines Erachtens tatsächlich keine Vorläufer. Es gibt sozusagen es gibt zum Beispiel ein griechisches Museum in Frankfurt in den späten
um 1830 meine ich schon Initiativen dafür. Das hat aber etwas damit zu tun, sozusagen mit einer Diaspora und einem Nationalstaat, mit dem Versuch, auch ein polnisches Museum gibt es in der Schweiz, meine ich, wo letztlich an anderem Ort dafür geworben wird, eine nationale Kultur und auch einen Nationalstaat aufzubauen. Das sind aber keine in irgendeiner Form Migrationsmuseen, da geht es nie um Migration. Ich kenne tatsächlich keine Vorläufer, auch nicht sozusagen Community-Museen oder auch nur Sammlungen von Migrantinnen und Migranten im deutschsprachigen Raum. Wenn man so etwas sucht, dann muss man tatsächlich über den deutschsprachigen Raum hinausblicken. In etwa den USA, in Kanada, in Australien gibt es schon viel früher Sammlungen und auch Museen, die sich eben mit der Einwanderungsgeschichte beschäftigen. Die erste große Initiative, die ich kenne, ist das ein American Museum of Immigration, das 1972 in der Freiheitsstatue eröffnet wird. Das wird dann relativ schnell wieder geschlossen, fließt dann allerdings mit seiner Sammlung ein in die Gründung des Ellis Island Immigration Museums, wahrscheinlich bis heute das größte Einwanderungsmuseum der Welt in der Grenzkontrollstation vor den Toren New Yorks. Auch in Kanada, auch in Australien gibt es solche Einwanderungsmuseen schon seit den 80er Jahren und es gibt noch früher auch sozusagen Community-Museen von Migrantinnen und Migranten.